Die Stimmen zum Spiel werden Ihnen präsentiert von Tuja Zeitarbeit. Also wir haben wirklich uns heute sehr schwer getan, aufgrund nicht nur das Wetter, aufgrund auch den starken Gegner. Wir haben unheimlich viel zu kämpfen heute gehabt, mit vielen Sachen. Und ich denke schon, dass das Spiel auch sehr unglücklich für uns angefangen hat. Nach 6 Minuten bei solchen Temperaturen noch in Rückstand zu kommen, es ist verdammt schwer, weil du nach vorne schon Druck machen musst. Und das ist alles gut gelaufen, positiv für Leipzig. Das heißt, nach der Balleroberung, die könnten theoretisch immer die Bälle in der Tiefe spielen auf ihre schnellen Stürmer. Und das war immer sehr, sehr knappe Sache, sehr schmale Grad. Wir wollten nach vorne spielen und gleichzeitig hinten haben wir aufgemacht. Und natürlich war knappe Sache. Aber die Mannschaft laufe der Zeit wurde immer besser. Und ich denke auch bei 1-1, dass die Mannschaft das Spiel im Griff hatte. Und dann haben wir natürlich das geschafft, 1-1. Und bei 2-2 war genau das Gleiche. Wir haben auch kurz davor mehr Kontrolle über das Spiel gehabt. Und das heißt, das ist auch logische Konsequenz. Wenn du besser Fußball spielst, dann hast du Chance, auch Tor zu erzielen. Und das heißt, es ist uns sehr gut gelungen. Natürlich eine sehr, sehr hohe Intensität in dem Spiel. Es war sehr, sehr warm, sehr, sehr schwül. Aber wie gesagt, beide Mannschaften mussten damit klarkommen. Aber jetzt ist man erstmal platt. Ja, vielleicht kann ich das gut überspielen. Also mein Körper fühlt sich anders an. Ich bin auch schon ein paar Länze älter wie der eine oder andere bei uns. Aber ich denke, das ist auch meiner Fitness ein bisschen geschuldet. Aber wenn du jetzt einen Punkt geholt hast, fühlst du dich auch ein bisschen besser, wie wenn du ohne da gestanden hättest? Mit dem Punkt können wir, glaube ich, sehr gut leben. Wir sind zweimal zurückgekommen beim starken Gegner bei so einem Wetter. Und ja, gut ab von der Mannschaft, super Moral bewiesen. Ja, mehr als so ein Punkt, muss man schon sagen, fairerweise, weil Red Bull eine Qualität hat, die darf man nicht unterschätzen und das haben wir auch nicht von vornherein. Sind natürlich mit zweimal Rückstand geraten, dann muss man wirklich sagen, das ist natürlich nur ein Punkt, aber im Endeffekt fühlt sich das heute doch wie ein Sieg an. Aber wir müssen halt jetzt gucken, wir müssen auch sehr viel analysieren, weil wir bestimmt auch sehr viele Fehler gemacht haben, aber das werden wir auch tun, weil am Sonntag gegen St. Pauli wird es eiskalt bestraft, genauso wie heute. Ja, fußballerisch haben wir, glaube ich, nicht unsere beste Leistung gezeigt heute. Das muss natürlich gegen St. Pauli einen Tick besser und da muss schauen, was nächste Woche passiert. Alles möglich. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich und ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen. Wir müssen schon so selbstbewusst sein und so von uns selber überzeugt sein, dass wir auch an kleinen Sensationen glauben können und müssen. Und das tun wir auch.